sind die Lohmann am Ende 2-1. Es war ein schweres Spiel. Am Ende 1-2, aber es war ein ganz schweres Spiel. Wie hast du es gesehen? Ja, auf jeden Fall. Es war ein sehr schweres Spiel, aber auch ein erwartet schweres Spiel. Uns wurde in der Analyse schon gesagt, dass die Brasilianerin extrem aggressiv sind in den Zweikämpfen, dass sie trotzdem sicher am Ball sind. Und ich muss persönlich sagen, mich hat es trotzdem nochmal überrascht, doch wie hart es dann zuging. Aber es ist auch die internationale Härte, auf die wir uns einstellen müssen, die uns dann auch in Australien erwartet. Von daher sollte es ein Wachrüttler sein, dass wir da nochmal ein paar Prozent mehr drauflegen müssen und eben noch an einigen Dingen arbeiten können. An der anderen Seite, es waren zwei Konkurrenten, wo ihr gespielt habt, Holland und heute Brasilien. Holland hat dann gut geklappt, ein Tor von dir, war ganz toll. Aber wie schaust du nun zurück nach beiden Spielen? Ja, insgesamt würde ich mal sagen, gehen wir aus dem Lehrgang jetzt eher mit einem enttäuschenderen Fazit. Es waren zwei Spiele, die nicht so gut waren von uns. Natürlich im ersten Spiel waren wir auch ein bisschen zusammengewürfelter, haben nochmal Spielerinnen auch Spielzeit bekommen, die vielleicht sonst nicht so viel spielen. Nichtsdestotrotz wollen wir das besser machen und haben eben einige Punkte, die wir uns vorgenommen haben, nicht so gut umgesetzt. Natürlich muss man auch sagen, es waren zwei Top-Gegner. Von daher, gegen Holland haben wir gewonnen, das ist positiv. Heute haben wir zumindest noch den Anschlusstreffer geschafft, aber alles in allem, denke ich, muss jeder da nochmal reflektieren, nochmal ja, sich das Spiel anschauen, sich selber hinterfragen. Und dann werden wir aber auch noch die Zeit nutzen in den Vorbereitungslehrgängen und an den Dingen arbeiten. Ja. Positiv ist sowieso, dass die Kulisse war da, die Fans waren da, auch in Holland waren die Fans da. Ich denke, dem Frauenfußball geht nach der EM wirklich voraus. Ja, nee, also wunderschöne Kulisse hier mit den Fahnen. Bei der Hymne war schon ja auch so ein Gänsehautmoment. Es ist schon schön, wenn dann alle mitsingen. Und 32.000 ist wirklich eine Zahl, die sich sehen lässt. Gab es seit, uns wurde gesagt, 11 Jahren nicht mehr. Von daher, das freut uns immer riesig. Letzte Frage für euch und Bayern. Kommen nun ganz wichtige Wochen mit dem Pokal, mit der Meisterschaft und danach noch eine WM. Wie schwer ist das? Ja gut, jetzt erstmal an die WM werde ich jetzt erstmal nicht mehr denken. Wir haben eben das Pokalspiel und auch in der Liga noch einiges zu tun. Auch natürlich was zu gewinnen, ja, hoffentlich. Und da wird jetzt der Fokus drauf sein. Es sind 5 Ligaspiele noch. Ja. Ein Pokalspiel, beziehungsweise hoffentlich zwei. Von daher, das kannst du an zwei Händen abzählen, die Spiele. Und da liegt jetzt der volle Fokus drauf. Und okay, dann denke ich, dann sehe ich euch in Leverkusen und in Köln. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Danke.